Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten The Quarry Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge und jetzt brauche ich erstmal Feedback von euch. Mein Designer hat mir hier einen Facecam-Rahmen gemacht, weil er meint, das sieht immer so nackig da oben rechts aus. Schreibt mal rein, gefällt euch der Facecam-Rahmen besser oder soll wieder so sein ohne Facecam-Rahmen? Schreibt's mal rein, ich werde die Folge ohne machen. Wir werden heute so auf jeden Fall spielen. Und, was ich noch sagen wollte, ich habe letzte Folge wieder Scheiße gebaut. Ich war wieder viel zu hektisch. Wir haben noch die Spritze mitgenommen und ich habe die Spritze nicht versteckt. Wir hätten die einfach an der Wand verstecken können und jetzt hat der Bulle uns damit erwischt, Digga. Katastrophe. Aber ja, sowas passiert, Leute, wenn man in Hektik gerät. Wird mir vielleicht auch in echt passieren, wenn man wird nervös. Ich versetze mich ja in die Lage der Charaktere und deswegen bin ich auch nervös. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, Leute. Ihr habt vielleicht meine Instagram-Story gesehen. Ich habe hier Silberfische in der Wohnung. Die krabbeln hier überall rum nachts. Wenn es dunkel ist, Bruder, der ganze Boden ist voll. Katastrophe, Leute. Wenn ihr ein paar Tipps habt, schreibt sie mal in die Kommentare rein oder antwortet gerne auf meine Instagram-Story, die online gekommen ist. Und ich habe mich informiert, Leute, beziehungsweise auf YouTube geschaut, jetzt ohne mich zu spoilern oder sowas. Aber wir werden noch so circa 2,5 Stunden Gameplay haben. Das heißt, maximal 5 Folgen werden leider nur noch kommen. Es fuckt mich selber. Ich habe gedacht, das Spiel wird auch länger gehen. Aber ich habe gesehen, einige brauchen dafür 7,5 Stunden. Und wir sind gerade auch eigentlich ganz gut dabei. Deswegen, nur noch 5 Folgen, Leute. Deswegen zeigt nochmal vollen Support. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde heute, gestern habe ich es nicht mehr geschafft, leider auf Twitch live zu kommen. Ich werde heute live kommen auf Twitch. Wir werden das neue Formel 1 2022 anzocken und machen jetzt weiter mit der Karriere, mit der guten Laura, Kapitel 7. Und ja, mal gucken. Ja, jetzt gibt's Ärger, Digga. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt wird er mit jeden Fall mit uns reden und dann mal gucken, was er zu sagen hat, der Lelek. Wird lustig werden, Freunde. Lasst einen Daumen da, ihr Schweine. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Ach, hier haben wir ja aufgehört. Genau, stimmt. Jetzt kommt er zu uns rüber. Jetzt wird er mit uns reden. Und ich glaube, er hat ihm das Video, wird ihm das Video zeigen, wo er sich verwandelt. In einen Dämon. Was ist hell hier, Alter? Gut sauber gemacht. Also... das Auge. Wow. Bester Tipp. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du... man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Was, Bruder? Was? Man weiß nichts, nur weil man es weiß. Das ist der neue Sprichwort. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht es vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere. Verstehst du das? Nicht wirklich. Last of Us Musik. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Was ist mit ihrer Familie? Zuversichtlich beenden wir es. Wenn er jetzt so gerade wir sagt, dann sagen wir, beenden wir es. Aber neugierig, was ist mit ihrer Familie? Ich glaube, ich wäre da eher zuversichtlich, weil ich jetzt so ein bisschen Hoffnung bekommen würde, hier rauszukommen. Okay. Dann beenden wir es. Lassen Sie Max und mich frei und wir holen Hilfe. So nicht. So meinte ich das nicht. Sie bitten ernsthaft um meine Hilfe? Du musst gar nicht mir helfen. Tu es einfach für Max. Und ich bekomme, was ich brauche. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Aha, kommt ein Rätsel.
Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Nein, nimm nicht die Waffe. Nicht die Waffe nehmen. Nein, nein, nein. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Digga, denk doch mal. Ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Warum haben sie es nicht umgebracht? Besorgt hat er mich infiziert. Stimmt, kann er eigentlich sein. Stimmt, weil er hat sie ja gekratzt. Und sie hat das ja jetzt auch in sich drin normalerweise. Warum haben sie es nicht umgebracht? Ich würde da eher besorgt sein in dem Moment, nachdem ich das gelesen habe und Frage habe, ob der mich infiziert hat. Moment, als Max mich am Auge traf, hat er mich da nicht auch infiziert? Nein. Kratzer zählen nicht. Sondern? Nur Bisse. Ah, okay. Sind Sie sich da sicher? Ganz sicher. Zynisch, ich glaube Ihnen nicht. Ermutigen, was ist der Plan? Na, ich würde ihm schon glauben, Alter. Also ich glaube auch an so eine Scheiße, Digga. Also wenn mir sowas passieren würde, ich würde durchdrehen hier. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich. Die hinter Gittern ist. Kommt durch dein Studium. Kommt der klar? Ich jetzt hier ein Wundermittel auf. Das hat nicht mal gestartet. Tja, du bist meine beste Chance. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Im Bilde? Irgendwie, dass er uns schon helfen will, glaube ich, das Gefühl. Das ist mein erstes Gefühl zu ihm. Er will uns helfen, aber hat uns hier eingesperrt, so. Weil er selber nicht genau weiter weiß. Weil dieser Fluch darf nicht in die Öffentlichkeit geraten. Also, wir sind ja gerade voll außerhalb. Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Nicht gesehen hätte. Resigniert, ich glaube ihm, angespannt, ich bin nicht sicher. Doch, ich glaube ihm. Ich würde ihm glauben in dem Moment, safe. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Hat er schon recht. Tja,
Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Die Arme. Es tut mir leid. Du hast keine Kontrolle. Na, einfühlsam, das warst nicht du. Das würde ich ganz klar sagen. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber irgendwie schon. Nein, du hast ihn nicht unter Kontrolle gehabt. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Es tut mir so leid, der arme Max, Alter. Oh nein. Geht's weiter? Ich weiß, dass sie hier sind. Wer? Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du das? Bobby war da. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast ein Gewissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Was war das? Oh, fuck. Oh, war das knapp. Junge, ich hatte den Controller gar nicht in der Hand. Du hast einen gebissen, hat er gesagt. Geschossen. Das sage ich nur zu deinem Glück. Pause, kurz Pause. Wir müssen kurz die Revue passieren lassen. Oh mein Gott. Jetzt macht alles einen Sinn. Also so wie ich es gerade verstanden habe vom Hören, hat er gesagt, du hast einen gebissen. Das heißt, dieser Campleiter, dieser Typ, dieser Hackett's Quarry-Typ da, der, Mr. Hackett, der hat den Max gebissen, als wir in diesem Haus waren. Und deswegen ist er auch abgehauen und war so voll in Eile, als wir da waren. Wisst ihr noch? Deswegen ist er abgehauen, weil er wusste, diese Nacht wird Vollmond und er wollte sich nicht verwandeln. Aber vielleicht ist er irgendwo hingefahren, hat sich dann verwandelt, ist zurückgekommen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Fakt ist, der ist auch infiziert. Krank, Digga. War es kein Silber? Und was jetzt? Du kannst ihn nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht? Das waren Bobby und Caleb und du weißt der das. Der Wanderer und dann der verdammte Journalist. Verdammt, Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur, hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgt er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Ach du Scheiße. Hey, hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Ah!
Was zur Hölle ist dir los? Laura! Los, die Schlüssel! Du musst das nicht machen. Tut mir leid, ich muss. Tut mir leid, doch ich muss. Lass uns reden. Jetzt ist Schluss mit Reden. Schlüssel! Okay. Okay. Mist. Wir wollen jetzt den Hackett töten, Alter. Aber er ist nicht gestorben. Siehst du? Weggewählt. Ich will den Weg sehen. Den Weg will ich jetzt sehen. Warte mal. Welchen Weg haben wir genommen? Sonst ist er mal angucken. Belugt den Kopf über den Strahl. Laura liest Travis in ihrer Zelle eingesperrt. Ja, eigentlich will der ja nur helfen. Der will ja auch, dass... Das ist sein Bruder, Alter. Der will ja eigentlich nur, dass sein Bruder geheilt wird. Aber von wem wurde denn sein Bruder gebissen? Ich hab dir das echt nicht zugetraut. Doch, hast du. Los, komm jetzt. Laura, bitte denk nach, was du vorhast. Du bist nicht so tough. Wie wär's mit viel Zeit? Für genaue Selbstkritik. Der ist so abgefuckt. Ich entschuldige mich, das tut mir voll leid, Alter. Sorry. Krank, Digga. Richtig geile Story, bei Gott, Digga. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Sieht tatenlos das an. Ich erinnere mich an Harry Potter Teil 2, wo die Schlangen reden in den Gängen. Wisst ihr noch? Harry Potter. Die Kammer des Schreckens wurde wieder geöffnet. Hier ist keiner drin. What the fuck? Es regnet draußen. Es geht jetzt ab. Er macht sie. Es geht draußen ab. Er macht Was sie ist selber. Das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Deswegen haben wir die auch in dem Tresor gefunden. Im Camp, wisst ihr noch? Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Nein, ihr seid nicht frei. Ängstlich, erst wenn Chris tot ist, ja, safe. Würde ich dem ganz ehrlich so ins Gesicht sagen, definitiv. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß, du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hm? Wir feiern, wenn es vorbei ist. Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry und beenden es. Heute Nacht.
Die Story ist echt geil, Mann. Ich feiere die Story. Boah, geil, Alter. Mann, das Spiel sollte viel länger gehen. Ehrlich, wirklich. Hätte ich nicht gedacht, dass jetzt wieder so ein geiles Story-Game rauskommt. Ich meine es komplett ernst. Ich feiere das unnormal, das Game. Es macht so Bock, Alter. Man will wissen, was passiert. Und so okay. Kam ich hierher. Zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr gehört? Ich ließ Max auf der Insel. Und Max war der, der oben eingesperrt war, als wir mit dieser Emma, oder wie sie hieß, die ihren Vlog gemacht hat, zu diesem Baumhaus gegangen sind. Er war das, der da oben eingesperrt war. Und wir haben ihn jetzt rausgelassen, Digga. Es sind zwei unterwegs. Scheiße. Also, Katastrophe, Alter. Das war's. Meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, Scheiße. Es geht Ihnen sicher gut. Beruhigen. Ihr müsst beruhigend sein. Solange Sie nirgendwo rumschnüffeln, wo Sie es nicht sollten, geht's Ihnen sicher gut. Rumschnüffeln, wo er es nicht soll, ist Jacobs Superkraft. Das ist nicht gut. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Sie hat Chris erschossen? Sie hat Chris Hackett erschossen? War der das? Oder krank, was hier abgeht, ehrlich. Hackett ist Crazy Laura. 22. August. Ja, ich komme jetzt gerade mit dem Datum nicht klar. Ist das jetzt das Datum davor oder jetzt gerade? Ist sie jetzt gerade hingefahren? Ich habe die Daten nicht im Kopf. Ich habe mir das nicht gemerkt. Egal, wir gucken einfach. Wir gucken einfach. Krank, Alter. Sie hat gedacht, er wird wieder normal. Dabei wisst ihr, was passiert ist. Er war oben, im Dachgeschoss, hat sich verwandelt. Max. Und jetzt ist er wieder frei. Es ist Vollmond. Hast du gesehen? Vollmond. Digga, was ist das für eine geile Musik, Mann. Max! Ey, die haben das so gut gemacht. Hör mal, die Musik. Richtig epic alles. Oh mein Gott. Max! Ah! Hallo? Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass dich nicht beißen. Alter. Lass dich nicht beißen. Alter, sind das ekelhafte Dinger, ne? Diese Viecher. Richtige Jagdinstinkt haben die, Alter. Die will sofort zurückfahren. Aha. Fahr doch! Nitro! Ach, wie schnell. Jetzt macht er einen super Jump. Boah, der arme Max. Das ist einfach Max, Leute. Das ist einfach Max, der sich verwandelt hat, Alter. Nein, nicht schießen. Ja, ich könnte das auch nicht über mein Herz bringen. Boah, was ein stabiler Rücken, Alter. Lackmaniac macht nicht diese. Der macht einfach Skoliose, Alter. Ich habe auch so einen krummen Rücken. Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet?
Wurde sie gebissen? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen, aber ich habe nicht... Digga, nein, sie wurde auch noch gebissen. Ach du Scheiße, Alter. Sie wurde auch gebissen. Boah, jetzt haben wir so richtig die Entscheidung. Sagen wir, dass wir uns auch verwandeln werden? Oder sagen wir es nicht? Und am Ende sind alle gefickt. Boah, ist das schwierig, Alter. Wie würde ich denn da handeln? Wenn ich jetzt die Bisswunde zeige, die werden alle reagieren. Oh mein Gott, sie ist gebissen, sie wird sich auch verwandeln. Und dann werden die sich gegen uns stellen und uns einsperren. Aber wir versuchen ja gerade noch eine Lösung zu finden. Vielleicht würde ich das Ganze jetzt noch nicht machen. Aber warum hat sie sich dann noch nicht verwandelt, Bruder? Ich verstecke sie erstmal, Leute. Ich kenne die Leute nicht. Soll ich die beißen? Ist mir egal. Ey, voll schwierig, Alter. Weil es ist ja auch mein Leben gerade. Mein Leben. Es geht um mein Leben. Die wollen mich da einsperren. Und die wissen ja auch nicht, was man tun muss. Genauso wenig wie ich. Aber lieber nochmal zusammen versuchen, weil vielleicht kann man uns ja irgendwie retten. Versteck die Bisswunde. Wollte er. Oh mein Gott. Ich war schneller. Oh mein Gott. Sie wurde gebissen. Habt ihr gesehen? Am Arm. Boah, ist das hart. Bullshit. Fuck. Oh nein. Uns bleibt nicht viel Zeit. Oh Gott, Digga. Mein Gott, noch offensichtlicher. Ich würde das schlauer machen, nicht so wie die. Was geht denn jetzt ab? Wer ist das denn? Wer ist denn jetzt diese Frau? Boah, ich glaube, irgendwie alles, das ist eine riesengroße Familie. Guck hier. Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Bitte lassen Sie mich frei. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es, ganz sicher. Bitte lassen Sie mich frei, bitte. Es tut mir leid. Oh Gott, bitte nicht. Digga, wehr dich doch. Warum wurde er denn gebissen? Wurde er denn gebissen, ist die Frage. Hey! Hey! Hey, wo geht's hier hin? Hey! Hey! Guck mal neben dir. Alter. Oh, fuck. Ach, Scheiße. Boah. Alter. Digga, zu krank, was hier abgeht, Alter. Richtig geil, wirklich. Also, jetzt ist die Frage, was passiert hier jetzt? Wie geht es weiter? Boah, es wird so spannend, glaube ich. Sehr geile Story, Leute. Sehr, sehr geil gemacht. Junge, ist das verrückt. Ist das verrückt, Leute. Ja. Was wird uns noch erwarten in diesem Spiel? Alles voller Überraschungen. Und ja, Freunde, genau hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. Freunde, lasst alle einen dicken, dicken Daumen nach oben da für diese kranke Folge. Es hat unnormal Bock gemacht. Und ja, Wahnsinn. Daumen da lassen, morgen geht's weiter. Unnormal spannend. Ich weiß auch gar nicht, was noch passiert mit alles, aber jetzt gerade mit der ganzen Familie, der ist infiziert, der den infiziert. Und ja, mal gucken, ob wir welche retten können oder ob wir am Ende alle draufgehen werden. Das werden wir die Tage sehen, Leute.
Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, kommt auf Twitch später vorbei, einfach ganz oben in der Videobeschreibung draufklicken, Kanal abonnieren, so wie es der Ruhig Bulli hier gemacht hat. Amazon Prime ist kostenlos. Haut rein, Freunde, wir sehen uns wieder. Krank. Ciao.